grüße euch, Ladies and Gents, zurück auf meinen Kanal mit einer neuen Messervorstellung. Und zwar ist es ein Mafione Custom Messer. Das Modell nennt sich Matrix R und das werden wir uns heute anschauen. Machen wir mal meinen altbekannten Größenvergleich. Da haben wir einmal das Para 2, das ist ein bisschen kleiner. Wenn man den Backspacer mitrechnet, oder den Glasbrecher da hinten, dann ist es ein Ecken kleiner. Lassen wir es einmal liegen. Dann habe ich das Large Sebenza, ist auch noch immer ein bisschen kleiner. Dann haben wir das Chirogorov F95, da sind wir dann schon von der Größe her ziemlich gut dabei, solange man wie gesagt den Glasbrecher da hinten nicht mitrechnet. Und dann habe ich noch mein hinterer da, mein XM24. Das ist dann etwas länger. Mit dem Glasbrecher sind wir in etwa auf der gleichen Länge. Das wäre einmal der Größenvergleich. Schauen wir uns gleich die Specs an von dem Messer. Die Gesamtlänge, hätte ich gesagt, ist 22,5 mit dem Glasbrecher 23,67 cm. Klingenlänge effektiv scharf, hätte ich gesagt 9 cm, Klingenlänge 9,5 cm. Klingenstärke, die ist mit knapp 4 mm. Hinter der Fasen sind wir sehr, sehr fein ausgeschliffen, was ich immer gut finde. Guter Slicer, also da haben wir deutlich unter 0,5, 0,4 mm hinter der Fasen. Sehr, sehr, sehr guter Wert. Haben wir da einen Hohlschliff, wirklich einen sehr schönen Hohlschliff. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Die verwendeten Materialien bei dem Messer, wir haben da wie fast bei Can Custom nichts gemarkt auf der Klinge, ist aber Böhler M93 Stahl. Wir haben da bei der Showside haben wir Carbon und auf der Lockside haben wir Titan. Auch der Pocket Clip ist in Titan. Der Glasbrecher wird Stahl sein. Die Hardware schaut mir auch noch Titan aus, ist aber schwer zum sagen, ich habe es nicht geprüft mit einem Magneten, schwer zum sagen. So, was haben wir da? Also wir haben da einen Titan Framelock Folder, Showside, wie gesagt, haben wir Carbon, das Ganze ist konturiert, das heißt, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, das Ganze ist da rund, überall schön angefasst, wir haben da unten eine schöne Fasen, oben eine größere Fasen. Rundherum ist es überall sehr rund, also das ist verrundet. Ist auch nicht, weiß Gott, wie stark aufbauen, das können wir uns vielleicht noch anschauen. Also finde ich okay. Ja, trotzdem knapp 14 mm, ist aber wirklich okay. Dafür sind wir da relativ breit. Was aber von der Handlage her ist, das Messer absoluter Traum. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, da hinten haben wir den martialischen Glasbrecher, den was für mich nicht braucht hätte, aber da steht der Mafione ja drauf bei seinen Microtech und alle seine Messer, oder bei den meisten haben wir da so einen Glasbrecher dabei. Da oben haben wir noch im Backspacer mit eingearbeitet eine Lanyard-Möglichkeit. Der Backspacer ist da auch sehr schön gearbeitet. Mit so Ausfräsungen und Anfasungen überall, also sehr, sehr, sehr gut gearbeitet. Wir haben da überall die Custom Hardware, was man halt immer geteilt sehen muss, weil wenn man das Messer zeigen muss, braucht man spezielles Werkzeug, das was ich wiederum nicht so gut finde. Wir haben da hinten auf der Lok ein Steel Insert verbaut, wo der Detent Ball einpresst ist.
Wir haben da einen Over-Travel-Stop auch. Das Lock verriegelt sehr weit. Also da haben wir, sind wir fast 50% oder sogar ein bisschen drüber. Stört mich aber persönlich nicht. Wir haben einen leichten Lockstick da, also ein leichtes Kleben, ist aber auch nicht dramatisch, hätte ich gesagt. Da hinten haben wir auch noch mal so ein Stück Carbon eingearbeitet. Schaut sehr cool aus, finde ich. Dann haben wir da hinten auf dem Pocket Clip haben wir noch die Bezeichnung. Also da haben wir das Baujahr 9/2016, das ist die Nummer 21. Dann das Mafione Logo vom Anthony. Dann haben wir die Bezeichnung Matrix R und Anthony Mafione. Vom Design her gefällt mir das Messer eigentlich recht gut. Ich stehe auf den Materialien, das wisst ihr, Carbon, Titan, das gefällt mir sehr gut. Wir haben da so ein Sheepfoot-Klingen, kann man sagen, mit da so einer Blutrünen mit Ausbruch, würde ich es bezeichnen. Schaut auch irgendwie cool aus. Lässt die Klingen irgendwie sehr kurz wirken, finde ich, obwohl sie das gar nicht ist. Aber auf alle Fälle sehr, sehr tauglich. Natürlich, so ein Klingendurchbruch kann man halten davon, was man will. Aber da das ein Custom-Messer ist, wird es wahrscheinlich sowieso nicht für was genutzt werden. Wir haben da so ein Two-Tone-Finish auf der Klingen, und zwar die Klingen selber. Der Hohlschliff ist in einem Stonewash gehalten. Ein sehr, sehr feiner, gelungener Stonewash, wie ich finde. Die Flats da sind satiniert, und da innen haben wir auch wieder so einen etwas gröberen Stonewash. Finde ich durchaus gelungen. Wie gesagt, die Handlage von dem Messer ist absolut perfekt. Also wir haben da zweimal Chimping, einmal für den normalen Griff und einmal, wenn man da ein bisschen vorgreift mit dem Daumen. Man ist da zwar vor der Klingen etwas weiter weg, aber man fühlt sich trotzdem da sehr, sehr integriert und sehr nah an der Klingen, vor allem in dem Griff. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Wir haben da eine Fingermulde und da hinten laufen wir relativ neutral aus. Es ist konturiert. Also man hat da wirklich, und da das da so breit ist, hat man wirklich was in der Hand. Das finde ich. Also die Handlage ist wirklich sehr, sehr gut, und durch den Hohlschliff ist das Ganze auch sehr, sehr tauglich. Der Klingenlauf ist, ja, nicht der sanfteste, und es ist alles ein bisschen, also wir haben da leichtes Klingenspiel, Side to Side, auf und nieder haben wir gar nichts, aber Side to Side haben wir leichtes Klingenspiel. Durch die Custom Hardware haben wir dann natürlich ein Problem, man kann sich da immer behelfen, ist jetzt nicht mein Messer, deswegen tue ich da auch nichts, man kann sich da immer behelfen, dass man da was baut selber, aber da hat man halt dann immer ein Problem, wie gesagt, dass man das dann selber behebt. Öffnen kann man das Ganze auch wunderbar so, Spider-Flick kann man auch machen. Das finde ich generell sehr gut. Der Flipper-Tab ist da oben, hat auch Chimping, was aber nicht weiß gut, wie effektiv ist, weil es sehr, sehr rund ist. Ist relativ angenehm. Also das Messer hat auch einen guten Detent, finde ich. Man muss aber schon ein bisschen schauen, weil man kann es auch leicht zum Versorgen bringen, da eben der Klingenlauf nicht so optimal ist. Und für mich kommt es von der Verarbeitung her ein bisschen billig daher, kann man schwer sagen, aber das ist ein Custom und für mich wirkt das nicht so. Also wenn das, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn es ein China-Messer wäre, da hätte ich es auch klar. Das soll nicht heißen, dass China-Messer schlecht sind, aber es kommt einfach ein bisschen der Klingengang, der Lockstick, das alles ist da ein bisschen wackelig, vielleicht liegt es auch wirklich nur an der, dass die Achsen nicht richtig angezogen ist, aber es wackelt da alles ein bisschen, also
auf mich wirkt das Ganze auch da, wenn es geschlossen ist, haben wir ein Spiel. Auf mich wirkt das Ganze nicht so hochwertig, bei weitem nicht so hochwertig, wie zum Beispiel das Daryl Ralph. Also das ist absolut Bombenfest, da wackelt nichts. Das ist von der Qualität her eine ganz andere Nummer wie das Mafion. Muss man neidlos anerkennen. Gut, die guten Sachen habe ich glaube ich schon aufgezählt. Die Handlage perfekt, die verwendeten Materialien sind super. Das Design generell spricht mich an. Die Tauglichkeit von der Klingen ist auf alle Fälle gegeben durch den Hohlschliff. Also das ist ein Slicer, braucht man gar nicht reden. Der Clip ist sehr, sehr tauglich, ist allerdings auch nur ein Blechclip, kann man sagen, der da hinten gebogen ist, wo gleichzeitig der Glasbrecher anbracht ist, den es für mich absolut nicht braucht hat. Das ist das einzige Designelement, was mir nicht gefällt, aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Ich glaube, alle, was Microtech und Mafion mögen, denen ist das egal oder denen gefällt das sogar. Was eindeutig noch ein Vorteil ist, sind die Öffnungshilfen. Also man kann da wirklich den machen, man kann es kontrolliert öffnen, man kann es weiterflicken. Also das sind meine positiven Aspekte. Das Negative ist halt, dass das alles ein bisschen billig wirkt, dass das nicht ganz so stabil daherkommt und ein bisschen Spül dort, ein bisschen Spül da, ein bisschen Lockstick. Ja, aber grundsätzlich sehr gutes, sehr taugliches Messer, was vom Design her mich persönlich doch anspricht. Ja, belassen wir es dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss, Baba.